Ich stehe hier vor dem Michaelibad und kann es selber nicht fassen. Ich ging kurz abklären, wie viel Guthaben ich noch auf der Karte habe. Ich war sicher, ich muss aufladen. Und völlig überraschend sind 30 Euro drauf. Ich sehe es einfach als ein Segen von Gott, weil ich auch immer wieder großzügig in sein Reich investiere. Dazu hilft er mir, weil ich aus mir heraus denke ich nicht, dass ich so großzügig wäre. Da würde ich stehen, bevor andere kommen. Und deshalb mache ich dir Mut, dich großzügig in Gottes Reich zu investieren, nicht wegen Badekarten, aber weil er es segnet. Sähe nicht kärglich, wenn du nicht kärglich ernten willst. Ein Bauer, der aufs Feld geht, überlegt auch nicht, wie viel, oh, ich sähe jetzt nur ganz wenig, sondern er sät reichlich. Und deshalb beherzige das Prinzip von Saat und Ernte. In diesem Sinn einen gesegneten Tag. Ciao.